Habe die Ehre. Auf meiner Tour letzte Woche wurde ich mehrmals auf einen Begriff angesprochen, der angeblich im Internet gerade hochschießt. Ein Trending-Begriff. Und der soll vor allem mich betreffen, weil der Begriff, oder eigentlich sind es ja zwei, heißt Okay Boomer. Ich habe zuerst auch nicht gewusst, was das ist. Ich habe das recherchiert. Das war tatsächlich in allen Medien. Auf Twitter ist es der Nummer 1 Trendbegriff. Und was es kurz gefasst ist, ist eine leichte Abwertung, die junge Menschen gegen uns ältere, also 50 plus Generation loslassen. Also das sind die sogenannten Millennials, die Jungen, was immer das heißen mag, die im Prinzip ein wenig zeigen, dass wir eigentlich lächerlich sind als 50 plus Generation. Und nachdem das in den Medien so ein Thema war und alle so sagen, oh, was für eine Abwertung, wie furchtbar, möchte ich kurz meine Meinung als Babyboomer, als Okay-Boomer, als 50-Plus-Mensch sagen. Und ich möchte drei Dinge mal sagen. Erstens mal, worum geht es bei der ganzen Geschichte? Zweitens, warum mich dieser Begriff überhaupt nicht nervös macht oder wirklich trifft? Drittens, warum er im Gegenteil meiner Meinung nach sogar völlig richtig ist. Und viertens, warum die Millennials wirklich Angst, nein, vielleicht sogar Panik vor uns Babyboomer haben sollten. Beginnen wir also mit dem Begriff, soweit ich das verstanden habe. Begonnen hat das angeblich im neuseeländischen Parlament. Da hat ein Babyboomer, also ein älterer, so war er wie ich, über irgendein Thema gesprochen. Nicht besonders klug offenbar. Und eine junge Abgeordnete hat dann geantwortet mit dem Satz oder mit den Worten Okay Boomer. Was soll Okay Boomer heißen? Das heißt, dass wir 50 plus eigentlich keine Ahnung haben vom Leben der Jungen und was für die wichtig ist und wie die Welt funktioniert und dass wir immer so tun, als wüssten wir es und den anderen quasi aufoktroyieren wollen, was wir glauben, wie die Welt funktioniert. Es ist in dem Sinn sogar leicht abwertend. Und dann haben angeblich auch noch junge Millennials gesagt, die werden uns schon noch brauchen, die Boomer, also wir Alten, um dann zum Beispiel die Roboter für unsere Pflege zu programmieren. Irgend sowas war da. Auf jeden Fall ist das eine leichte soll eine leichte Abwertung der jungen Millennials gegen uns ältere 50 plus Menschen sein. Wobei Abwertung ist vielleicht übertrieben, es soll uns ein bisschen lächerlich machen, zum Nachdenken bringen. Jetzt möchte ich ein paar Dinge mal klarstellen. Mich trifft dieser Begriff überhaupt nicht. Warum? Ja, ich bin ein Babyboomer, ich habe auch schon zwei Kinder und die waren auch schon und sind beziehungsweise Teenager. Und wer immer schon mal Teenager gehabt hat, der weiß, dass sowas wie Okay Boomer gar nicht das Negativste sein kann, was die über uns sagen. In Wahrheit, wenn Teenager oder Jüngere mit uns sprechen, gehen wir davon aus, dass es immer einen gleich negativen Unterton hat, wenn sie uns die Welt erklären. Mein Sohn kann zum Beispiel jedes Wort, das eigentlich neutral betrachtet wunderbar klingt, verwenden, um mich ein wenig ja, auf die Schippe zu nehmen. Wenn er zum Beispiel zu mir sagt, ja Papa, du bist echt super, ja, dann ist das wahrscheinlich härter als Okay Boomer. Oder ja Papa, das hast du jetzt wirklich verstanden. Das ist auch nicht so gut. Also dieser Begriff kann uns nicht erschrecken. Ich nehme an, warum Menschen so aufgeregt darauf reagiert haben, ist, weil die Leute, die in den Medien drüber schreiben, wahrscheinlich gar keine Kinder haben oder noch nicht hatten oder keine Teenager und tatsächlich glauben, dass uns so ein Begriff treffen kann. Und warum kann uns dieser Begriff überhaupt nicht treffen? Ganz ehrlich, ich glaube einfach, er stimmt. Ja? Wir sind Boomer, ja? Und das ist sogar was Positives. Das ist sogar so positiv, dass die Jungen gar noch nicht verstehen, dass sie mit Okay Boomer eigentlich die Zukunft, und zwar die relativ nahe Zukunft, vorhersagen. Denn die Wahrheit ist, die lieben Millennials werden den größten Teil ihres Lebens in einer Welt verbringen, die auf uns Boomer Alten 50 plus zugeschnitten ist. Das hat einen ganz einfachen Grund. So funktioniert die Welt. Weil wir Babyboomer und jetzt 50 plus Generation, wir haben die meiste Freizeit, weil die Kinder sind hoffentlich schon oder bald aus dem Haus. Wir haben das meiste verfügbare Einkommen und wir haben die meiste und größte Lebenslust, noch was zu erleben, was wir vorher noch nicht gemacht haben. Das heißt, die gesamte Welt, alle Wirtschaftsbereiche, der Entertainment-Bereich, Fahrzeuge, Reisen, Freizeit, Essen, alles stellt sich auf uns ein. Warum? Wir sind die beste Zielgruppe. Wer in Zukunft in der Wirtschaft überleben will, in unserem Kulturkreis, der muss sich genau auf uns und unsere Bedürfnisse einstellen. Es ist kein Wunder, dass es inzwischen mehr 50-Plus-Partys gibt als für jede andere Generation. Es gibt auch immer mehr 50-Plus-Events, 50-Plus-Comedy, 50-Plus-Kabarett. Wir
sind der Markt. Wenn wir wohin kommen, freut sich der Unternehmer und die Welt wird sich immer mehr in diese Richtung bewegen. Und das betrifft natürlich bei weitem nicht nur die Entertainment, da geht es um Gesundheit, da geht es um die gesamte Lebensumwelt. Die gesamte Lebensumwelt wird sich auf uns einstellen, im Verkauf, in den Produkten, in den Angeboten. Und so gesehen, meine lieben Millennials, es steht euch eine harte Zeit bevor, denn ihr werdet ab 25, 30 in einer Welt leben, die auf uns abgestimmt ist. Und ihr dürft für uns dann Dinge erledigen und machen und hoffentlich werden wir euch dafür gut bezahlen. Und damit komme ich auch schon zum nächsten Problem für die Millennials, die uns als Okay-Boomer bezeichnen. Für euch kommt eine schwierige politische Zeit, auch einfach erklärt. Ihr seid bald schon die relativ kleinste oder kleinste Bevölkerungsgruppe im Land. Und das bedeutet, in Zukunft sind die Boomer, die Alten, ich schätze in 2-3 Jahren ist es dann soweit, mehr als 50% der Bevölkerung in unserem Kulturkreis. Das bedeutet, wir bestimmen alle Wahlen, alle politischen Prozesse. Wir sind die größte Wählergruppe. Natürlich stellt sich die Politik sofort auf uns ein. Natürlich werden wir Gesetzesinitiativen und Anträge machen, die für uns wichtig sind. Natürlich werden wir als größte bestimmende demokratische Bevölkerungsgruppe dafür sorgen, dass die Welt so aussieht, wie wir sie haben wollen. Und ich gebe zu, das ist vielleicht nicht fair. Und das ist wahrscheinlich auch nicht leicht zu ertragen, diese Vorstellung, aber die Wahrheit ist, in den nächsten Jahrzehnten werdet ihr jungen Millennials keine Wahl gewinnen. Zumindest nicht mit großen Vorsprüngen, wenn überhaupt. Also ihr müsst dafür sorgen, dass Menschen wie ich eure Interessen wahrnehmen, dass Menschen wie ich eure Interessen verstehen und dass ihr mich so verkauft, dass ich bei der Wahl sage, okay, dafür unterstütze ich die, die die Millennials haben wollen. Und da geht es jetzt nicht darum, ob ihr meine Zukunft absichert, sondern überzeugt mich. Also ganz ehrlich, politisch wird es schwierig für euch und das ist der nächste Grund, warum ich keine Angst vor diesem Begriff habe, weil im Boomen steht so drinnen, meine Generation wird boomen und wir werden die Mehrheit sein. Und jetzt noch zu dem Punkt, warum ich glaube, dass die Millennials sehr wohl mit Recht Angst oder vielleicht sogar ein bisschen Panik vor uns haben. Weil wir werden beginnen, in die Bereiche vorzudringen und das machen wir schon, die eigentlich die Millennials für sich sehen oder als ihre eigene Domäne sehen. Nehmen wir die digitale Welt. Ganz ehrlich, es würde kein Millennia oder wie heißen die eigentlich in Einzahl, Millennia, heute eine App programmieren können ohne uns Babyboomer. Bill Gates, Steve Jobs, alle die diese Dinge aufgebaut haben, das Netzwerk, das Internet, das waren alles Menschen meiner Generation. Die wussten, wie man programmiert, die wissen, wie man programmiert. Das heißt, die ganze Welt, auf der ihr eure Apps und eure digitalen Träume aufbaut, wurde von uns geschaffen. Ich gebe zu, es gibt einige in unserer Generation, in meiner Generation, die jetzt ein bisschen verschlafen haben, die sozialen Netze und deren Einflüsse und deren Probleme, wobei gerade im politischen Bereich scheint das ja nicht zu sein, wie man bemerkt, aber privat und wirtschaftlich und im Job haben wir das ein bisschen verschlafen. Ich auch wahrscheinlich eine Zeit lang, aber ich habe mich immer bemüht, es zu erkennen. Es werden aber jetzt immer mehr, die das sehen. Auch der Arbeitsmarkt erkennt, dass Babyboomer Qualitäten haben, die Junge vielleicht gar nicht haben. Und jetzt kommt's. Die Qualitäten, die die Millennials haben, die junge Generation, also das Technologieverständnis, das Verstehen, wie YouTube funktioniert, wie Social Media funktioniert, Instagram, Facebook, Snapchat, all diese Dinge, alle diese Fähigkeiten kann man, wenn man ein bisschen möchte und Aufwand betreibt, innerhalb kürzester Zeit lernen. Ein paar Monate und wenn man alles liest und sich darum kümmert, ist man ein Social Media Experte. Allerdings das, was wir haben, 30, 40 Jahre Lebenserfahrung, Erfahrung im Umgang mit Menschen, mit Behörden, mit Investoren, das kann man nicht lernen, nicht so schnell. Das heißt, wir werden auch für den Arbeitsmarkt interessanter werden und wir werden uns auch am Social Media zunehmend durchsetzen. Auf Facebook, ja, da lachen die Jungen drüber, aber Facebook haben wir übernommen. Instagram ist in meiner Einschätzung das nächste. Und YouTube, das wird überhaupt unsere Welt werden. Je mehr 50 plus Menschen begreifen, was YouTube für eine Macht hat, was YouTube für ein großartiges kreatives Werkzeug ist und was man mit YouTube alles erreichen kann, privat, beim Suchen, bei Jobs, bei Produkten, die man vermarktet, bei Fähigkeiten, die man hat, die man Menschen anbieten kann, desto mehr werden wir in diesen Markt kommen und wir werden es lernen. Und dann wird es ganz eng für die Millennials, weil dann sind wir da, die sowohl die Technologie verstehen, aber auch die ganzen Social Skills, nicht Social Media Skills, Social Skills einer Generation haben, die 30, 40 Jahre Lebenserfahrung hat. Und deswegen, ja, ich glaube, liebe Millennials, ihr müsst ein wenig Angst haben,
Denn in unsere Welt könnt ihr nicht eindringen. Ihr könnt nicht innerhalb kürzester Zeit die wichtigste Kundengruppe werden. Ihr könnt nicht die größte Wählergruppe werden. Und ihr könnt nicht unsere ganze Lebenserfahrung innerhalb kürzester Zeit lernen. Wir aber können alles lernen, was ihr bis jetzt gelernt habt und wisst. Und das können wir in relativ kurzer Zeit. Und deswegen, meine Lieben, lasse ich mich gern Okay Boomer nennen. Ich bin stolz drauf, ich freue mich, dieser Altersgruppe anzuhören. Und natürlich, ja, es gibt auch bei uns, so wie in aller Generation, Menschen, die nicht wirklich cool sind, ja, die ich auch nicht als nett und großartig und brillant bezeichnen würde. Aber am Ende sind wir, und da tut es mir leid, liebe Millennials, die Gruppe, die euer Leben die nächsten Jahrzehnte aber sowas von 100% bestimmen wird. In dem Sinn, auf eine gute Zusammenarbeit, eine schöne gemeinsame Zukunft. Liebe Millennials, wir lieben euch trotzdem.